Hey, ich bin Timo und für euch habe ich meine Nase an die ersten neuen Parfums aus dem Jahr 2023 gelegt. Ja, wie die so sind, für wen es was sein kann, all das und vieles mehr erfährst du hier in diesem Video. Und ich weiß, ihr habt es im Thumbnail schon gesehen, richtig viele Parfums kamen schon raus. Das ist schon mal echt gut, aber ihr wisst ja, ne? Quantität ist das eine, Qualität das andere. Von daher mal gucken, also wäre schon cool, wenn der ein oder andere coole Duft noch kommt. Aber bisher muss ich sagen, von der Menge, nice. Gucken wir aber mal, wie das so ist. Und deshalb starten wir direkt, ohne euch jetzt noch zu sagen, hey, bist du neu hier, dann folg mir. Doch, ja. Ein bisschen betteln schadet nie, bist du neu hier, folg mir. Okay, aber jetzt fangen wir mal an mit dem ersten neuen Parfum. Ab geht's. Starten wir mal mit dem neuen Duft von Sergio. Als ich den Flakon zum ersten Mal gesehen hatte, dachte ich, wow, was für ein echt geiler Flakon. Richtig schön. Und dachte so, das könnte sowas Elektrisierendes sein, sowas Modernes, was zum Feiern, vielleicht auch was für den Sommer, so richtig nice. Also ich war überkrass gehypt. Dann habe ich ein bisschen runtergescrollt zu den Duftnoten und dachte, na okay, mal gucken. Und ja, beim ersten Mal riechen war mir dann klar, Duft und Flakon. Design, weiß ich nicht, jetzt vielleicht etwas anders gewählt, auch den Namen, aber naja, ihr bekommt hier richtig viel Pfeffer geliefert. Dazu Ingwer, ich habe gleich so eine Art Ingwer-Tee und kirchliche Atmosphäre herausgespürt. Liegt wahrscheinlich auch im Weihrauch, also ein rauchiger Duft. Ich habe auch hier und da gelesen, Räucherstäbchen, der hat schon so einen gewissen rauchigen Charakter, muss einem gefallen, ja. Ihr sucht, das meine ich jetzt nicht, irgendwie abwertend, nicht despektierlich, sowas, was euch an Kirche erinnert, ja. Und das meine ich jetzt auch ernst, ja. Bist du Pastor oder Pfarrer, dann passt das eigentlich echt nice zu dir. Ist schon recht männlich, stabiles Ding, was für die etwas kälteren Tage im Jahr. Und wenn du so einen Duft suchst mit einer kirchlichen Atmosphäre, so Church Vibes, das klingt ein bisschen cooler. Ja, dann check das gerne mal aus. Aber er ist nicht so, wie ich es erst dachte, vom Flakon her, das nicht. Aber ich denke mal, bist du ein, ja, Freund der rauchigen Düfte, dann check ihn aus. Dann haben wir einen neuen Duft aus dem Hause Yves Saint Laurent. Und zwar einen weiteren Flanker aus der Y-Line. Und zwar Y Intense. Und ich sage es euch ganz direkt. Ich mag ihn. Ja, ich mochte auch schon das Le Parfum. Und ich glaube, hier wird es zwei Seiten geben. Die einen sagen, oh, viel zu synthetisch, geht gar nicht. Und die anderen sagen, hey, ein cooler Duft für den Alltag. Ein Daily Driver, ne? Gerade jetzt, wo der Frühling kommt, für den Sommer, da kann man den echt gut nehmen. Ein weiterer blauer Duft. Und ja, so sehe ich das auch, ne? Wacholderbeer, dann habt ihr ja so einen richtig frischen, aquatischen Duft. Kategorie Weichspüler, auch so ein Duft, wo du nichts falsch machen kannst. Einfach angenehm. Aber ja, er ist synthetisch. Die einen oder anderen haben auch schon gesagt, er ist nicht ganz so synthetisch wie andere aus der Line. Ich sage, da ist schon ein bisschen Synthetik drin, aber das ist auch nicht wenig, aber das muss nicht schlimm sein, denn er ist trotzdem nice. Ein echter No-Brainer. Ich finde ihn gut. Und suchst du einen weiteren Flanker aus der Y-Line oder einen Duft, den du immer nehmen kannst, so einen blauen Duft, ja? Frühling? Sommer? Okay. Check ihn aus. Aktuell noch ein bisschen teuer, muss ich auch sagen. Ja, 90 Euro für 60 ml. Ein bisschen warten, bis es vielleicht noch ein bisschen günstiger wird. Und dann, ja, dann hast du meinen Segen, meinen Duftsegen. Dann auschecken und vielleicht noch kaufen. Aber wie gesagt, aktuell noch zu teuer. Ein bisschen warten. Geduld ist immer gut. Der liebe Marc Gebauer hat auch einen neuen Duft. Der heißt Berserker. Und bei dem Namen, und bei Marc weiß man ja immer, der haut solche richtigen krassen Dinge raus. Da kriegt man fast ein bisschen Angst. Der heißt Berserker und das von Gebauer. Was erwartet uns hier? Ja, was erwartet uns? Ein rauchiger, grüner Duft. Und, naja, wie sage ich es so schön? Ein Duftbeispiel sagt mehr als 1000 Duftnoten. Von daher, ihr fragt mich jetzt, Timo, wie riecht ihr? Ich sag euch, stellt ihr vor, ihr seid in einem Nadelwald. Dort ist eine Kirche. Ihr geht da rein und alle baden in einem Erkältungsbad. Das klingt ein bisschen crazy, aber er riecht grün, er riecht rauchig und durch diese Eukalyptusnote kriegt das Ganze einen sehr interessanten Touch. Ja? Hat so ein bisschen was von einem, das ist gar nicht abwertend gemeint, ja, nur so als ungefähres Beispiel, wie so ein Erkältungsbad. Ein sehr rauchiger, aber chilliger Duft.
Und das mit Power. Man merkt, hier ist Qualität drin, absolut. Ja, ist man ja auch vom Markt gewohnt. Puh, also nice. Ja, bisschen ungewöhnlich, aber gerne mal auschecken, wenn du es rauchig magst mit so einem ganz anderen Twist. Hat schon was, aber da ist schon ein sehr potenter Duft. Auch die 1 Million Reihe bekommt einen weiteren Flanker. 1 Million Wild aus dem Hause Paco Rabanne. Und wie ist der? Also ich habe hier schon mal ein Video drüber gemacht, so meinen ersten Eindruck. Und den kann ich auch nur bestätigen. Das Video blende ich dir gerne mal am Ende dieses Videos ein. Da kannst du noch so ein bisschen mehr dir an Infos rausziehen. Also, wie ist der? Ganz kurz gesagt, wir haben es hier zu tun mit einem Kardamom-Lavendelduft. Das Ganze warm verpackt. Und ja, ist für mich eine Mischung aus La Nuit de l'Homme und einer warmen Paco Rabanne 1 Million in DNA. Suchst du einen Duft für die etwas kälteren Jahreszeiten? Dann auschecken. Kann auch was für dich sein, wenn du, ja, du trägst immer das EDT und sagst, oh, so ein bisschen Abwechslung, dann kann das was für dich sein. Oder du sagst, hey, La Nuit de l'Homme, den mochte ich früher so gerne. Und den vielleicht nochmal so ein bisschen wärmer. Hey, cool. Ich sage es immer so. Es hätte auch locker ein La Nuit de l'Homme Flanker sein können. So sehe ich das. Und ist schon nice. Habe ich ein paar Mal getragen. Ja, ich glaube, der wird gut ankommen. Bleiben wir bei Paco Rabanne, der ja leider verstorben ist. Jetzt haben wir auch einen neuen Flanker zum Invictus. Also eigentlich ist es ja ein Flanker von einem Flanker. Kann man das so sagen? Na egal. Invictus. Victory Elixir. Und ich sage es einfach mal ganz frei heraus, da fand ich Invictus Victory doch ein bisschen besser. Invictus zum Beispiel habe ich früher so oft getragen, richtig nice. Dann kam Victory, das ist schon ein ganz anderer Touch. Und jetzt, das Elixir geht eigentlich in die gleiche Richtung wie Victory, aber wie sage ich das ganz vorsichtig, ja? Ich würde lieber zum normalen Victory greifen, der ist da doch irgendwie ausgeglichener. Ne? Das Elixir hier, ein süßer, synthetischer Duft, dunkle Vanille, Tonkabohne. Ja, du kriegst es geschenkt. Okay, ja, ist kein schlimmer Duft, um Gottes Willen, ja. Aber irgendwie ist der doch ein bisschen anstrengender, wie so ein Phantom, ja. Ich würde dann lieber zum normalen Invictus Victory greifen. Das ist so ein Duft, ja. Ein Riso ist okay, aber nichts, was wirklich in Erinnerung bleibt, ja. Da würde ich dann doch lieber zum vorherigen Flanker greifen. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich sehe es so. Auch aus dem Hause Hugo Boss haben wir Neuigkeiten. Und zwar haben wir hier Hugo Boss The Sand Magnetic am Start. Und ja, das hier ist ein recht unkomplizierter Duft, gerade für die etwas kälteren Jahreszeiten da draußen. Wir haben hier einen süßen Gamon mit so einer Frucht hier drin, die Maninka-Frucht. Kann man machen. Erinnert mich an den Scandal von Jean-Paul Gaultier. Allerdings nimmst du dann die Karamellnote raus, packst hierfür ein bisschen mehr Vanille rein und diese Maninka-Frucht und dann hast du schon so ähnlich, ja, dieses Gefühl oder ein Gespür, ein Nasengespür für diesen Duft hier. Kann man machen. Allerdings aktuell noch recht teuer. Ich würde noch ein bisschen warten, bis der ein bisschen vom Preis her runtergeht und dann ist das eigentlich ein sehr unkomplizierter Duft für die Abendstunden. Aus dem italienischen Nischenhaus Greti haben wir auch Neuigkeiten. Da kommen ja gleich drei neue Parfums und eine von denen habe ich hier. Den Siracusa. Und Alter, ist das geil. Ja? Ein bisschen zu weiblich für mich, aber ich glaube, hier werden richtig viele Spaß haben. Gerade jetzt für Frühling, für Sommer. Ein cremig, frischer Duft und der riecht für mich wie, vielleicht kennt ihr das, diese Raffaello-Werbung. Ja? Eine heiße, hübsche Frau am Strand, ganz in weiß, mit so einem Hut auf und genießt einfach. Das passt absolut dazu. Mandel, Vanille, Moschus, oh, cremig, frisch, fruchtig, richtig, richtig schön. Und da lohnt es sich zu samplen, falls man so einen, ja, etwas anderen Sommerduft sucht. Er ist etwas blumig, aber nicht so standardmäßig blumig, das ist so viel zu blumig oder so. Nee, alles fügt sich hier sehr schön zusammen, hauptsächlich cremig. Und das hat schon Urlaubs-Vibes ohne Ende. Und ja, hat mich überrascht, dass ich ihn gut finde. Allerdings für mich selber tragen, mal gucken. Ich habe so das Gefühl, ich finde ihn doch ein bisschen zu weiblich. Aber, der ist schon sehr, sehr nice. Aus dem Hause Tom Ford gibt es gleich zwei neue Düfte. Und zwar den
Sherry Smoke und Electric Sherry. Auch das habe ich ja im Vorwege schon mal berichtet hier. Das blende ich euch am Ende dieses Videos als kleinen Extra-Service natürlich nochmal ein. Ja, ich kann meinen Eindruck nur bestätigen. Der Smoke ist richtig geil. Der ist wirklich richtig geil. Hat sowas wie, naja, diese Lost Sherry DNA eingebettet in so leichtem Rauch. Richtig schön. Aber bevor ich jetzt ins extreme Schwärmen komme, ich habe den ein paar Mal genommen, ich habe mich damit echt geil gefühlt. Aber nicht lange. Ja? Die Haltbarkeit ist wirklich nicht so dolle. Und pricey. Recht teuer. 50 ml, so um die 300 Euro. Also, wer sagt, ey, Haltbarkeit ist jetzt okay, ja, sprühe ich ein bisschen mehr und immer mal wieder, okay. Und Geld, ha, gar kein Problem, aber gib mir einen coolen Sherry, ja. Dann auf jeden Fall auschecken. Ich mag die DNA. Ja, doch, doch, ich gestehe, ich finde ihn richtig, richtig gut, aber ja, die Begleiterscheinung eher nicht so. Und der andere, der Electric, riecht für mich wie Baccarat Rouge 540 im Lost Sherry Kleid. Ich glaube, viel mehr brauche ich da gar nicht mehr zu sagen. Zwei bestimmt sehr interessante Düfte. Da werden auch die Tom Ford-Freunde happy sein. Ja, gerade die, die ein bisschen mehr Geld haben. Ich also nicht. Und falls du einer von denen bist, auf jeden Fall wirklich dann mal die Nase ranhalten. Für alle anderen, ja, die müssen das einfach mal sehen. Da sind wir schon am Ende des Videos. Aber jetzt will ich von dir wissen, wie findest du denn diese neuen Parfums hier? Sagst du, der Duft, der ist richtig, richtig gut. Ich habe ihn getestet und finde ihn toll. Und du sagst, ach, weißt du was? Den muss ich mal testen. Das klingt echt toll. Ich weiß es nicht. Ich will es von dir wissen. In die Kommentare schreiben, okay? Ansonsten das Video angucken oder das. Und dann sehen wir uns bald wieder. Dein Lieblingsneuentdecker der Parfums. T-I-M-O. Das bin ich, Timo. Bis bald.